All das nützt nichts, wenn wir nicht dieses Wort auch in unser Leben transferieren. Warum erlässt Gott Gesetze über Sklaverei? Wir sehen hier seine Barmherzigkeit. Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, hier in der Halle, auch alle, die draußen zugeschaltet sind. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Und wer eine Bibel hat, wozu ich sehr ermutige, sie mitzubringen am Sonntagmorgen, der darf aufschlagen 2. Mose 21. 2. Mose 21 von Vers 1 bis Vers 11. Und das sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen und im 7. soll er unentgeltlich freigelassen werden. Ist er allein gekommen, so soll er auch allein entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen, und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Wenn aber jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, so soll sie nicht wie die Sklaven freigelassen werden. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hatte, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen. Aber er hat keine Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, weil er treulos an ihr gehandelt hat. Verheiratet er sie aber mit seinem Sohn, so soll er nach dem Recht der Töchter mit ihr handeln. Wenn er sich aber eine andere nimmt, so soll er jener nichts schmälern an Nahrung, Kleidung und der ehelichen Beiwohnung. Wenn er diese 3 Dinge nicht tut, so soll sie umsonst frei werden, ohne Lösegeld. Das ist das Wort Gottes. Amen, sagen wir. Amen. Nehmt doch Platz. Ich vermute, du kennst es auch. Du triffst das allererste Mal einen Menschen und machst innerlich eine Schublade auf und packst ihn rein und stellst für dich fest, so oder so ist diese Person. Wir urteilen schnell. Nach einiger Zeit, und so ist es dir vielleicht auch schon ergangen, musst du dann aber beschämt feststellen, dass dein Urteil zu schnell gefällt wurde. Die Person hat ja doch mehr Tiefgang, als sie zuerst den Eindruck erweckte. Sie ist ja doch freundlicher, als ihr Ausdruck im Gesicht es erst zu erahnen gestattete. Die Schublade, in der du diese Person hineingestopft hast und zugemacht hast, musst du demütig wieder aufmachen und sagen, nee, meine Kategorisierung war nicht richtig. Kennst du das? Ich glaube, ähnlich kann es uns mit dem Text gehen, den wir eben gelesen haben. Wir lesen ihn und fällen schnell ein Urteil.
siehst du, sagst du dir. Die Bibel befürwortet Sklaverei. Habe ich's doch gewusst. Oder schau an, wie frauenverachtend die Bibel ist. War ja klar. Doch so einfach ist das nicht. Ich möchte uns heute Morgen bitten, dass wir eben nicht vorschnell eine Schublade aufmachen, den Text reinquetschen und sagen, habe ich doch gewusst. Sondern wir wollen uns einen Augenblick Zeit nehmen, um zu versuchen, diesen Bibeltext zu verstehen. Ich habe 4 Punkte, mit denen ich versuchen möchte, uns die Bedeutung nahezubringen. Erstens, diese Bibelverse sind Rechtsbestimmungen für das Volk Israel. Zweitens, diese Bibelverse dienen zur Eindämmung des Bösen. Drittens, diese Bibelverse zeigen uns Gottes Barmherzigkeit. Und viertens, diese Bibelverse sprechen auch in unsere Zeit. Erstens, der gelesene Text gehört zu den Rechtsbestimmungen für das Volk Israel. Wir haben in den letzten Wochen ausführlich über die 10 Gebote gesprochen und auch gesagt, dass sie zu allen Zeiten Gültigkeit haben. Auch wir heute sollen uns daran halten. Wir sollen nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht Falschzeugnis reden. Wir sollen nur Gott allein als den einzig wahren Gott anbeten. Jetzt, nachdem Gott diese 10 Gebote am Berg Sinai gab, lesen wir in unserem ersten Vers heute von Rechtsbestimmungen. Und das, Vers 1, sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Gott sagt zu Mose, was er hier tun soll. Diese Rechtsbestimmungen, die dann folgen in den nächsten Versen und Abschnitten, werden auch Buch des Bundes genannt. Zum Abschluss dieser Rechtsbestimmungen, die jetzt beginnen, lesen wir in Kapitel 24, Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, die jetzt kommen. Vers 7, darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Also diese Rechtsbestimmungen, wir können auch sagen, Teile des Zivilgesetzes, was Gott Israel gab, wird auch Buch des Bundes genannt. Erst gab er ihnen das Moralgesetz, die 10 Gebote, und jetzt hier die Rechtsbestimmungen, das Buch des Bundes, in denen er ihnen sagte, wie sie die Gebote in verschiedenen Lebenslagen anwenden sollen. Wir werden sehen, da kommen Themen wie Totschlag und Körperverletzung vor, Schaden und Schadenersatz, Gerechtigkeit und Nächstenliebe und eben auch der Umgang mit Sklaven. Auch diese Rechtsbestimmungen sind, genau wie die 10 Gebote, von Gott kommend. Sonst hätten sie nicht Eingang in den Kanon gefunden. Obwohl auch sie von Gott kommend sind, gibt es aber doch einen Unterschied. Die 10 Gebote hat Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben. Hier schreibt Mose, was Gott ihm mitteilt. Ein Kommentar von einem Mann namens Philip Graham Ryken sagt dazu Folgendes. Das bedeutet, dass diese Rechtsbestimmungen nicht mit der gleichen ewigen Kraft gelten,
In gewisser Weise sind sie weniger grundlegend. Das erklärt, warum wir diese Gesetze nicht bis auf den letzten Buchstaben einhalten. Das Buch des Bundes enthält zwar Grundsätze, die wir auch heute noch anwenden können, aber seine spezifischen zivilen Verlautbarungen und Strafen galten dem Volk Israel und sind daher für die Kirche oder den Staat nicht mehr bindend. Nun war dieses Buch des Bundes kein umfangreiches Gesetzeswerk, das jede spezifische Lebenssituation jetzt beschreibt und genau vorgibt, wie man sich zu verhalten hat, sondern es war mehr eine Anleitung für den Ältestenrat in Israel, die in Streitfällen dann Entscheidungen auf Grundlage des Buches des Bundes treffen konnten. Bei all dem wird eines deutlich. Ich meine, wir haben es gesehen. Gott in seiner Heiligkeit neigt sich seinem Volk zu, gibt ihnen das Moralgesetz, die 10 Gebote, der Berg bebt, Donner erschallt, Rauch steigt auf, ein heiliger Moment. Furcht Gottes erfüllt das Volk. Und wir sehen, Gott geht es absolut um diesen Moment, aber nicht nur, sondern er möchte, dass das, was er da dem Volk Israel mitgeteilt hat, dass dies auch Eingang findet in ihr Leben. Das ist eine Sache, zitternd vor dem Berg zu stehen. Und eine andere Sache ist, jetzt das, was Gott mir gegeben hat, auch in mein Leben zu transferieren, auch danach zu leben, wirklich zu suchen, was Gott mit mir und meinem Leben vorhat. Und genau das tut Gott hier. Genauso, ihr Lieben, geht es ihm auch nicht allein um den Sonntagmorgen-Gottesdienst, dass wir hier jetzt ehrfürchtig sitzen, was gut ist, und das Wort Gottes hören. Aber all das nützt nichts, wenn wir nicht dieses Wort auch in unser Leben transferieren. Und wenn du heute nach Hause kommst, du nicht eine andere Maske aufsetzt oder ein anderes Sein darlegst und plötzlich nicht mehr danach lebst, was du gerade eben gehört hast. Gott interessiert sehr, was wir damit machen, mit seinem Wort, mit seinen Geboten. Er ist daran interessiert, dass wir im Alltag unseren Nächsten lieben. Deswegen gab er Israel das Buch des Bundes. Also erstens, es sind Rechtsbestimmungen für das Volk Israel. Zweitens, diese Worte dienen zur Eindämmung des Bösen. Natürlich, klar. Beim Hören dieses Bibeltextes, beim Lesen dieser Worte, kommt unweigerlich eine Frage auf. Die steht ja wie ein Elefant im Raum. Deswegen sollten wir darüber reden und nicht drumherum reden. Die Frage lautet, warum erlässt Gott Gesetze über Sklaverei? Warum macht er das? Warum hat er nicht, oder sagen wir mal so, wir würden viel mehr uns wünschen, dass es doch noch ein 11. Gebot gäbe. Du sollst keine Sklaven halten. Wäre das Ding doch erledigt. Ist aber nicht. Es sind 10 Gebote. Warum regelt Gott hier jetzt in diesem Zivilgesetz, in diesem Buch des Bundes, den Umgang mit Sklaven? Ohne Frage, Sklaverei ist böse. Ja, hat Gott denn nichts dagegen? Im Laufe der Geschichte wurde vielfach behauptet, Gott hätte nichts dagegen. Und man hat sehr viel furchtbares Unrecht, gerade mit solchen Textstellen, entschuldigt. Aber noch einmal, lasst uns nicht zu schnell urteilen. Die Rechtsbestimmungen hinsichtlich des Umgangs mit Sklaven diente nämlich zur Eindämmung des Bösen.
Lass mich ein Beispiel geben, was ähnlich gelagert ist. Ihr wisst, dass Gott gesagt hat, dass Ehemann und Ehefrau sich nicht scheiden lassen sollen. Und ihr erinnert euch, dass aber im Neuen Testament die Pharisäer zu Jesus kamen und ihm die Frage stellten, ist es einem Mann erlaubt, Matthäus 19, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Jesus antwortet komplett korrekt, natürlich korrekt. Er geht zurück zur Schöpfung und erinnert sie, dass Gott am Anfang Mann und Frau geschaffen hat. Und dann zitiert er das Alte Testament, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und jetzt Jesus mit dem berühmten Satz, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch ja nicht scheiden. So ist das. Mit anderen Worten, Scheidung ist nicht die ursprüngliche Idee Gottes. Dann fragen die Pharisäer, ja, Jesus, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Verstehen wir? Kerngedanke ist, nein, keine Scheidung. Aber im Zivilgesetz, wir kommen da nachher noch hin, im Zivilgesetz Israels ließ Gott dann aber doch eine Regelung einfließen hinsichtlich der Scheidung. Verstehen wir das? Warum? Obwohl es doch heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Warum macht Gott das? Jesus antwortet, Matthäus 19, Vers 8, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eurer Herzen erlaubt, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Jesus macht deutlich, Ehescheidung, nein, ist nicht der Gedanke Gottes, wurde nicht von Gott ins Leben gerufen, aber weil Gott eure Boshaftigkeit kennt und das Übel, in dem ihr miteinander lebt und wie ihr miteinander umgeht, deswegen hat er durch Mose euch ein Gesetz gegeben, was diesen Umstand regelt, um das Böse einzudämmen, um der Frau einen Schutz zu geben, sie nicht alleine in die Wildnis zu entlassen, mittellos und sie vor Übergriffen zu bewahren, hat Gott gesagt, hier muss ein Scheidebrief, hier muss eine Klärung her, obgleich die Scheidung nicht in meinem Sinn ist. Der Grundsatz ist, Gott hasst Scheidung, aber er lässt es regeln aufgrund der Boshaftigkeit des Menschen und um das Böse einzudämmen über ein Zivilgesetz. Ähnlich ist es mit der Sklaverei. Israel erlebte ja selbst die Schrecken der Verknechtung in Ägypten. Man sollte meinen, dass gerade sie von allen Völkern der Welt die Lektion gelernt hätten und keine Gesetze auf diesem Gebiet bräuchten. Schließlich wussten sie genau, wie es sich anfühlt, unter der Peitsche der ägyptischen Aufseher zu leben. Doch Gott kennt ihre Herzen und Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, wie schnell es geht, dass die einst Misshandelten selber zu Tätern werden. Er weiß, dass die Gehassten sehr schnell zurückhassen. Wie oft sind wir alle wie der unbarmherzige Knecht im Gleichnis Jesu. Wir haben Barmherzigkeit empfangen, aber wir zeigen keine. Israel wurde aus der Sklaverei befreit und doch müssen sie selbst und ihre bösen Herzen durch das Gesetz Gottes eingeschränkt und kanalisiert werden und begrenzt werden. Gott kennt uns. Und er gibt hier Regeln und Regularien, um das Böse einzudämmen, die schlimmsten Auswüchse der Sünde zu zügeln. Drittens, in diesem Text über die hebräischen Sklaven finden wir die Barmherzigkeit Gottes. Gottes Gebot hinsichtlich des Umgangs mit Sklaven hebt sich fundamental von den Geboten der damaligen Zeit ab, die andere Kulturen zu der Zeit hatten. Wir sehen hier in diesem Text die Handschrift Gottes. Wir sehen hier
seine Barmherzigkeit. Okay, woran erkennen wir das? A. Einmal Freiheit nach 7 Jahren. Im Gegensatz zu der Sklaverei, die wir kennen und vor Augen haben, und auch im Gegensatz zu der despotischen Tyrannei des Pharao oder den grausamen Regeln des alten Babylon, waren Gottes Gesetze mit dem Schwachen voller Barmherzigkeit. Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen. Und im 7. soll er unentgeltlich freigelassen werden. Das war revolutionär. So etwas gab es sonst nicht. Alle 7 Jahre Recht auf Freiheit. Barmherzigkeit auch B, indem Menschenhandel verboten war. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, den Verweis auf 2. Mose 21 im selben Kapitel, Vers 16. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Also Menschen gegen ihren Willen die Freiheit zu entziehen, sie zu rauben, sie zu kidnappen, sie zu versklaven, war mit dem Tod bestraft. Es war nicht gestattet, dass du jemanden nimmst und ihn weiterverkaufst oder ihn selbst bei dir behältst. Es gab in Israel im Gegensatz zu den umgebenden Kulturen null Toleranz für die Praxis des Menschenraubes. Das ist der Hintergrund, vor dem wir diese Texte verstehen müssen. Es war null Toleranz, Todesstrafe. Es war nicht erlaubt, Menschen zu entführen oder sie gewaltsam einer lebenslangen Sklaverei zu unterwerfen. Und deswegen können wir und müssen wir sagen, Menschenhandel, egal in welcher Form, ist eine große Sünde und nicht von der Bibel legitimiert. Weder die Verschleppung von Afrikanern im 18. Jahrhundert noch der Frauenhandel in heutiger Zeit wird von der Bibel toleriert. Dafür gibt es keine Rechtfertigung Gottes und keine Zustimmung der Heiligen Schrift. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Die Sklaverei in Israel hingegen war eine, und das ist wichtig, dass wir es verstehen, eine freiwillige, insofern freiwillig, aber durch eine wirtschaftliche Not bedingte Knechtschaft. Es gab damals keine Sozialversicherung. Es gab damals keine sozialen Netze, die Menschen, die kein Einkommen hatten, aufgefangen hätten. Es gab keine Wohlfahrtsverbände, die die Armen versorgt hätten. Es gab keine zentrale Versorgung für Arme oder Mittellose. Die Möglichkeit, sich selbst oder seine Familie in einer absoluten Notlage zu versorgen, bestand nicht. Man begab sich dann in die Sklaverei. Ich kann auch sagen, in die Knechtschaft. Um im Angesicht des Elends den Lebensunterhalt zu sichern und ein Fünkchen Hoffnung für die Zukunft zu haben, wenn alle anderen Möglichkeiten verschwunden waren. Wir sehen also hier die Barmherzigkeit Gottes. Alle 7 Jahre Möglichkeit der Freiheit. Menschenhandel verboten. Im Gegensatz zu der damaligen Kultur, in der Israel lebte. In diesem Text über die hebräischen Sklaven finden wir die Barmherzigkeit Gottes.